Hallo Leute und willkommen beim Infovideo bezüglich Minecraft, denn da wird sich ab heute auf meinem Kanal ein bisschen was tun. Ich habe nämlich entschieden, dass das zeitumfangsmäßig für mich zu viel ist und der Uploadplan sich da etwas ändert. Ab sofort wird es quasi jeden Tag ein Minecraft-Video von geben und Minecraft-Technik und das Serverplay wechseln sich dort ab. Andere Videos können nochmal dazwischen geschoben werden und extra Slot bekommen, aber die beiden haben jetzt quasi so einen Wechselkurs, das heißt, heute gibt es Minecraft-Technik, morgen gibt es Server-Play, übermorgen Minecraft-Technik und so weiter und so fort. Ich denke, ihr könnt euch das denken. Der Grund dafür ist für mich ist recht einfach. Ich brauche unheimlich viel Zeit, um Minecraft-Videos vorzubereiten. Es ist von allen Projekten auf jeden Fall mit Abstand das aufwendigste, weil ich da nicht nur aufnehmen und bearbeiten muss, was durchaus schon mal seine Zeit dauert, sondern halt auch noch vorbereiten muss, weil ich will ja nun mal nicht einfach nur rumrennen und euch gemütlich zeigen, wie ich abbaue. Das ist zwar für mich dann entspannend, aber das macht euch sicherlich keinen Spaß und ich habe auch keine Lust, mir jedes Mal unheimlich viele Themen auszudenken, um euch irgendwie währenddessen beschäftigen zu können, weil das Inhaltliche dann einfach nicht so spannend ist. Und ja, deswegen diese Änderung. Das hat für mich vor allen Dingen den Vorteil oder den Grund, dass ich in meiner Freizeit auch mittlerweile viel zu viel Zeit da reinstecken muss, Minecraft vorzubereiten, was mich ärgert. Ich möchte auch lieber ein paar andere Spiele spielen, wo ich momentan gar nicht zukomme oder fast gar nicht. Und an sich möchte ich mir die Möglichkeit freibehalten, in Zukunft auch wieder andere Sachen auf meinem Kanal zu machen als nur Minecraft, weil momentan ist das ja doch recht viel, aber ich möchte nicht einfach nur ein reiner Minecraft-Kanal sein, weil es gibt halt auch noch viele, viele andere coole Spiele und da möchte ich mir die Möglichkeit offen halten, dahinter mal wieder was anderes zu machen. Zum Beispiel komme ich momentan gar nicht dazu, FTL aufzunehmen, weil einfach viel zu viel Minecraft dran ist. Und ja, deswegen diese Änderung. Das tritt quasi ab heute in Kraft, einfach weil es bei mir gerade gut passt, das direkt zu machen. Ich habe mir überlegt, das irgendwie zum Wochenende oder so zu machen, aber da ich jetzt gerade auch noch keine passenden Videos vom Serverplay hochgeladen habe und dann heute noch mich abhetzen müsste, um das hinzubekommen, passt das heute genau richtig und ins Programm rein. Das kommt vor allen Dingen halt daher, es heißt halt nicht damit zusammen, dass ich beim Serverplay jetzt doch recht viel mache mit den Bienen und mit der Ressourcenbeschaffung für die Bienen und der Energieversorgung. Ich denke aber, dass es trotzdem für alle recht spannend bleiben wird, weil es inhaltlich doch zwar immer beides ist technikbezogen und die entsprechend nicht so unterschiedlich, aber ich mache halt inhaltlich unterschiedliche Sachen. Bei Minecraft Technik bin ich ja momentan dran, Applied Energistics anzufangen. Da dürftet ihr heute, glaube ich, mit etwas Glück schon das erste Video zu sehen. Ich weiß gerade gar nicht, was da drin steht im Titel. Ich könnte ja mal eben gucken, wenn ich hier laber. Ja, das dürfte, naja, gut, heute sind die Vorbereitungen, morgen geht's, also dann übermorgen in dem Sinne geht es richtig los. Und das geht halt in eine ganz andere Richtung. Danach werde ich halt auch weiter bauen in dem Gebiet dort mit dem Texture Pack und halt auch weitere technische Dinge dort machen. Ich habe für den Tunnelbohrer noch reichlich Pläne, wie der sich ändern wird. Im Serverplay hingegen werde ich mit Industrial Craft zum Beispiel gar nichts machen, sondern weiter an den Bienen arbeiten und wie ich die mit Minecraft Tool versorgen kann, dass ich die Maschinen da gut betreiben kann. Und das geht schon in eine andere Richtung und gibt halt durch Zusammenspiel auch durchaus mal andere Möglichkeiten, was da gemacht wird. Deswegen hoffe ich, ihr werdet an beidem weiterhin Spaß haben. Ich zumindest könnte mich nicht entscheiden, was von beiden ich weglassen will, weil ich an beiden viel Spaß habe. Und deswegen muss halt so ein Kompromiss her. Und ich habe lange überlegt, ob ich nicht irgendwie nur die Vorbereitungszeit reduzieren kann, aber das klappt halt nicht wirklich für mich. Und deswegen halt jetzt diese Entscheidung. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel und werdet weiter Spaß dran haben. Und ja, das war's dann heute dafür eigentlich auch schon mal wieder. Wir sehen uns dann in den Videos. Bis dann, Leute. Macht's gut.